Du Fee, hast du gehört, was der Papa heute beim Abendbrot gesagt hat? Ja, ich hab's gehört. Er will jetzt endlich den verflixten Maulwurf aus dem Garten vertreiben. Diesen Erdhügelwerfer hat er mit lauter Stimme gerufen. Lisa macht sich große Sorgen, dass dem niedlichen Gesellen unter dem Rasen dabei etwas Schlimmes passieren könnte beim Vertreiben. Der Papa hat richtig böse ausgeschaut, als er das gesagt hat. Die Fee schlenkert mit den Beinchen auf ihrem Sitz am Bücherbord, während sie überlegt und dann sagt: Ich werde mich drum kümmern. Was hat sie nur wieder vor, denkt Lisa. Aber sie kann jetzt beruhigt einschlafen und kaum hat sie die Augen wieder aufgeschlagen in der Früh, sieht sie das Lächeln auf dem Gesicht der Libellenfee. Die hat nämlich dem Maulwurf in der Nacht einen Besuch abgestattet. Sie ist durch seine unterirdischen Gänge spaziert und hat ihn dann in seinem gemütlichen Unter der Wiese Wohnzimmer getroffen und ihm erzählt, was Lisas Papa so vorhat. Ach, Fee, hat der ganz ruhig gesagt. Ich wollte doch sowieso schon weiterziehen. In diesem Garten war ich nun lange genug. Maulwürfe bleiben ja nicht für immer in einem Garten. Das kannst du der kleinen Lisa sagen und die soll dann ihrem zornigen Papa beruhigen. Ja, und genau das hat die Fee der Lisa am nächsten Morgen erzählt. Und die sagte dann, jetzt bin ich genauso zufrieden, wie der Papa es sein wird, wenn ich ihm gleich von den Maulwurf-Reiseplänen berichte. Moment, Lisa, ruft die Fee, ich habe da noch ein Geheimnis für deinen Papa. Das habe ich auch von diesem kleinen Maulwurf im Garten. Er meinte, wenn der Papa nie wieder die Maulwurfskollegen in seinem Garten sehen will, dann braucht er bloß eine bestimmte Blume zu pflanzen. Die hat den komischen Namen Gloxinie. Die blüht wunderschön den ganzen Sommer lang und ihre Zwiebel, also ihre Wurzel, die strömt einen Geruch aus, den kein Maulwurf und auch keine Wühlmaus vertragen kann. Dabei sind doch Maulwürfe und auch Wühlmäuse ganz putzige Gesellen. Und so ein paar Maulwurfshügel im Garten, sind die wirklich so schlimm? Manchmal bin ich traurig, dass du mein Geheimnis bist, liebe Fee. Sonst könntest du mal ganz vernünftig mit meinem Papa sprechen. Mit dem Seidenfell mag's lieber dunkel anstatt hell. Baust unterirdisch deine Stadt, die 100 Meter Straßen hat. Gartenchef ist der Papa. Rauft sich das allerletzte Haar. Denkt, was soll ich mit den Haufen? Muss ich mit dem Maulwurf raufen? Maulwurfshügel mag er nicht, deshalb mag er Maulwurf nicht. Maulwurf will er nicht hier drin. Bitte, Maulwurf, geh woanders hin. Doch der macht nur das, was er kann. Denkt nicht an den Papa, man will fröhlich unter der Wiese laufen. Deshalb wirft er Maulwurfs Haufen. Maulwurfshügel mag er nicht,
Maulwurf nicht, Maulwurf will er nicht hier drin, bitte Maulwurf.